Ja, hallo allerseits. Ich bin Janosch Koschwitz, Digital Transformation Manager bei der DKE. Und Sie werden heute keinen Deep Dive-Fachvortrag von mir heute bekommen. Genau das Gegenteil. Wir sind beim DKE Innovation Campus und ich will Ihnen heute einen Impuls geben. Vor allen Dingen einen Impuls, das, was Sie hier mitnehmen, selber zu bearbeiten, selbst innovative Ideen zu entwickeln. Denn genau darum geht's. Wir sind nicht dafür da, für Sie Sachen zu entwickeln, sondern wir sind gemeinsam dafür da, etwas zu entwickeln. Digital Transformation Manager, das würde, die meisten werden wahrscheinlich denken, okay, Digitalisierung, das ist für mich das Allerwichtigste. Ich sehe das gar nicht so. Eigentlich haben wir große Ziele, nämlich die Effizienz zu steigern, Sicherheitsaspekte zu verbessern. Und Digitalisierung ist eine Antwort. Und die kann dabei eine besonders wichtige Antwort geben, denn man kann durch Digitalisierung sehr, sehr viel erreichen. Dementsprechend, seit 2019 gibt es einen Trend, Sie haben es schon mehrfach heute gehört, nämlich Smart Standards, das ist das, was in der Normung viel diskutiert wird. Es ist aber nur ein Trend von vielen und ich würde sagen, der globale Trend, der hat einen ganz anderen Namen. Die heißen ChatGPT, Google Gemini, Claude. Es geht also darum, mit einer Maschine zu kommunizieren und von ihr Antworten zu bekommen. Und genau das habe ich erstmal gemacht in Vorbereitung für den Vortrag heute. Ich habe ChatGPT einfach mal gefragt, wie vermittle ich eigentlich Smart Standards für ein breites Publikum? Und da kamen interessante Sachen raus. Analogien aus dem Privatleben nutzen, werden Sie später sehen, werde ich machen. Eine Definition liefern, Vorteile hervorheben, Herausforderungen ansprechen. Mir geht es gar nicht so darum, was inhaltlich rausgekommen ist bei der Anfrage, sondern vielmehr darum, dass ich bei ChatGPT auf Wissen zugreifen kann, dass mir Wissen präzise gefiltert wird für meine Frage und dafür auf einen riesigen Wissensstand zugegriffen wird. Das heißt, wie man einen Vortrag hält, das wissen Sie seit Hunderten von Jahren und sicherlich schon lange vor der Normung. Smart Standards, davon redet man erst seit 2019. Das heißt, wir haben eine Technologie, die Informationen kombiniert, alt und neu. Und wenn es um alt und neu geht, da fällt mir sofort was ein. Normen, 1896 noch mit der Schreibmaschine getippt, im Lichtdruckverfahren gedruckt und per Post geliefert. Das war der Anfang der Normung. Und heute leben wir in einer Welt von ChatGPT, Chatbots, APIs, Server, Smart Home. Wir haben eine riesige Herausforderung. Diese Welten wollen wir vereinen. Wir wollen altes Wissen und alte Prozesse verbessern, in die neue Welt bringen. Aber es muss auch Legacy-Anforderungen, also so wie alles lief, das muss irgendwie mit reinkommen. Es geht nicht einfach so, dass man schnippt und dann ist alles modern und besser. Und diese Herausforderung haben wir. Was ich bei Normen besonders interessant finde, Herr Teigler hat das auch gesagt, Normen sind für Menschen und präzise gesagt, in meiner Sprache, auch von Menschen, für Menschen geschrieben. Und das ist ganz wichtig, Sprache als Element. Nur wenn man die Norm versteht, kann man sie auch anwenden. Deswegen gibt es Normen international auf so vielen verschiedenen Sprachen, dass jeder Normanwender sie am Ende auch verstehen kann. Und ich glaube, wir leben aber heute in einer Welt, wo wir nicht nur Menschen als Normanwender oder Konsumenten haben, sondern wir haben verstrickte Prozesse, wir haben automatisierte Prozesse. Hier sprechen Menschen mit Maschinen, Maschinen untereinander und die Maschine wieder zurück zum Mensch. Und dann stellt sich die große Frage, wenn es Normen auf Deutsch, Englisch, Französisch gibt, welche Sprache sprechen eigentlich Maschinen? Und ich kann Ihnen sagen, sicherlich wie bei uns, nicht nur eine. Es gibt viele Sprachen. Es wird auch immer mehr Sprachen geben in der Zukunft. Und da ChatGPT es mir empfohlen hat, möchte ich Ihnen eine Analogie aus dem Privatleben geben. Sie sagen, hey Siri, okay Google oder vielleicht auch Alexa, führ meine Morgenroutine aus. Und das ist ein komplizierter Prozess, der dahinter steckt. Verschiedenste Server reden miteinander und sagen, bitte mach die Kaffeemaschine ein, ich möchte gerne ein Cappuccino am Morgen, bitte mach das Licht an und vielleicht auch, wenn Winter ist, mach die Heizung schon an, damit ich es schön warm habe in der Küche. Anders als wir in menschlicher Sprache sprechen Maschinen in Datenstrukturen. Und das ist ganz wichtig. Ich habe mir hier mal selbst eine Datenstruktur überlegt, die Sie sehen. Smart Home Command, Time 7 Uhr, Lights on, Coffee Maker Start. Natürlich wird es in Wirklichkeit nicht so aussehen, sondern jeder eigene Server hat seine eigene Datenstruktur, seine eigene Sprache. Und wiederum eine Sprache wird dafür entwickelt, dass die verschiedenen Server miteinander kommunizieren können. Das Wichtigste daran, was Sie bitte mitnehmen, jedes Unterthema, die Kaffeemaschine oder das Licht, hat eigene Parameter, eine eigene Sprache. Und das ist ganz wichtig. Wir müssen übersetzen in Maschinensprache. Wenn die Maschine als Licht nur an und aus
kennt, dann können wir nicht sagen, bitte dimme. Das heißt, es ist Voraussetzung dafür, dass wir eine Übersetzung schaffen. Auch dimmen muss umgesetzt werden als Parameter, damit diese erfüllt werden kann. Und um sich den Normen jetzt langsam ein bisschen anzunähern, aktuell sind alle Normen in menschlicher Sprache. Das heißt, wenn ich Texte lese wie, wenn die Temperatur über 50 Grad liegt, dann kann das per se eine Maschine nicht interpretieren. Der ein oder andere würde sagen, na gut, jetzt haben wir ja ChatGPT, die kann's. Ich sehe da mal ein riesiges Risiko, denn ChatGPT ist für Sicherheitsaspekte, für Parameter nicht geeignet. Sie können sich verschiedene Antwortvorschläge geben. Das ist genau das Gegenteil, was wir in der Normung haben wollen. Wir wollen präzise Antworten, zum Beispiel, nämlich, dass die Temperatur genau dass sie über 50 Grad liegen muss. Und deswegen behelfen wir uns Datenstrukturen. Sie sehen hier so ein kleines XML, ein sogenanntes NISO-STS, das in der Normung sehr populär ist, bei dem versucht wird, also den Satz in maschinenverständliche Datenstrukturen zu übersetzen. Deswegen jetzt die angekündigte Definition. Smart Standard, das ist eine Norm, deren Inhalte für Maschinen, Software oder sonstige automatisierte Systeme anwendbar und lesbar sind und darüber hinaus anwendungsnutzerspezifisch digital bereitgestellt werden können. In meiner Sprache ganz einfach, für Maschinen und Menschen. Das sind Smart Standards. Diese Aussage können Sie mitnehmen. Eine ganz wichtige Sache für mich ist, man kann nicht von dem Smart Standard reden. Es ist eher als eine Entwicklung zu betrachten, als ein Prozess. Deswegen nehmen Sie das als eine Art Sammelbegriff für eine stufenweise Smartifizierung, eine Anreicherung einer Norm, sodass Maschinen sie immer besser verstehen. Und das ist auch wichtig, es wird immer wieder neue Anforderungen geben. Der Smart Standard wird quasi niemals vorbei sein, sondern wir sind in einem kontinuierlichen Prozess, in dem immer wieder neue Teilbereiche smartifiziert werden und immer mehr Maschinen oder unterschiedliche Maschinen die Smart Standards verstehen. Ich habe am Anfang gesagt, Digitalisierung ist nur eine Antwort und eigentlich geht es immer um höhere Ziele, die erreicht werden sollen. Und für den Bereich Smart Standards wurde ganz explizit untersucht, wenn man Smart Standards im Unternehmen einsetzt, welche Vorteile gibt es denn da? Und die sind massiv. Wenn Sie mal schauen, in Punkt 1, 1,5 bis 2 Mal mehr Aufträge können von Normspezialisten angewandt werden. Mit welchen sonstigen Prozessveränderungen kann man solche Ziele eigentlich noch erreichen? Das heißt, auf dem Weg, auf dem wir hier sind, da sind wir auf einem richtig guten Weg, nämlich die Normanwendung im Vordergrund und das, was unsere Unternehmen insbesondere im Standort Deutschland brauchen, nämlich Prozessveränderung, Kostenreduktion und Fehlerreduktion. Wenn Sie dazu mehr hören wollen, kann ich Ihnen ans Herz legen, Raimund Puppan und Stefanie Voigt halten einen Workshop um 15 Uhr genau hier auf der Bühne. Große Empfehlung meinerseits. Und jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Part. Wenn Sie sich ansehen, hier sind einmal skizziert die verschiedenen Prozesse, die insgesamt für Smart Standard, die für die Normung notwendig sind. Vom Authoring, von der Datenhaltung bis am Ende zur Auslieferung bei der Normanwendung. Das ist ein historisch gewachsener, riesig großer Apparat. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dort zu sagen, für Smart Standards brauchen wir eine Veränderung von allen Kettenteilen. Und entsprechend viel Arbeit ist das, entsprechend eine lange Arbeit ist das und entsprechend viel Energie brauchen wir auch für den Change. Und da als wichtigsten Energizer, der Change wird nicht aufhören. Rechnen Sie nicht damit, dass jetzt ein neues Tool kommt, wenn Sie sehr technologieorientiert denken und damit ist alles gegessen. Nein, wir sind in einem kontinuierlichen Prozess, in dem es weitergeht. Und das ist gut so, das ist sehr gut so. Denn wir gehen mit der Zeit und wir entwickeln uns weiter und versuchen uns zu verbessern. Ich will Ihnen trotzdem einmal ein Tool kurz vorstellen, weil es vielleicht das Wichtigste ist. Herr Teigler hat es schon angesprochen, USD, Online Standard Development, und da explizit ein Zusatz, ein Smart Plugin, bei dem die Idee ist, dass eben ganz praktisch in einem Online-Tool Texte markiert werden und ausgezeichnet wird, was das ist. Das heißt, Experten können entscheiden, können Zusatzinformationen hinzugeben, dass zum Beispiel ein Textabschnitt eine Anforderung ist. Und wenn sie das machen, dann kann man am Ende ein Anforderungsmanagementsystem das auch auslesen. Als letzten großen Punkt möchte ich noch einmal den internationalen Stellenwert von Smart Standards betonen. Denn
DINO-DKE haben unglaubliche Pionierarbeit geleistet. Natürlich ist das aber auch auf internationaler Ebene in vielen anderen Ländern genauso wichtig. Und ich glaube persönlich, dass dort auch ein kleiner Konkurrenzkampf entsteht. Es gibt nicht den Smart Standards, verschiedene Ausprägungen. Deswegen ist die große Frage, in welche Richtung geht es? Und das, glaube ich, ist eine Aufgabe von jedem, der in Gremien arbeitet, in der Normung arbeitet, dort auch seinen Einfluss zu nehmen, die deutsche Position, deutsche Ideen mit einzubringen und uns entsprechend international möglichst gut aufzustellen. Entsprechend in Rekordtempo möchte ich mich bei Ihnen bedanken und hoffe, ich habe Ihnen einen kleinen Einblick in Smart Standards gegeben.